We haven't seen any cars in a long time. Doch, ein Auto haben wir gerade erst gesehen. Das war so schmutzig. We were the last people on Earth. Da muss ich gerade an das... We're just hiking in the forest. It's good to get away from shit. Wohnmobil von Frank denken, was ich gar nicht so gekennzeichnet habe mit. Ich bin so schmutzig. Oh man, I'm so hungry for Choco Trips now. I hope there'll be plenty at the net store. Ganz viele Eien haben wir versprochen. Eien haben wir versprochen, Daniel, nicht übertreiben. Aber ich kann ihn ja verstehen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange 2. Ich frage mich so viele Sachen. In der kurzen Pause kamen mir jetzt Fragen auf, wie zum Beispiel, was ist eigentlich mit der Frage gewesen, die wir anfangs beantwortet haben, oder mit den Fragen? Klar, die erste Frage war zielführend für die zweite. Hast du Arcadia Bay geopfert? Ich glaube, ich muss das Spiel noch ein zweites Mal spielen, nur um herauszufinden, was es ändert, wenn ich sage, nee, ich habe Arcadia Bay nicht geopfert. War das vielleicht so eine Aktion mit dem Polizisten, der dann umgeweht wurde für, hey, du hast Arcadia Bay geopfert? Das hast du nun davon, du Egoist. Ich hau den Polizisten um und damit steckst du mit deinem kleinen Bruder noch mehr in Schwierigkeiten. Ich denk mal, der erste Band, der wird so oder so umkommen, weil ansonsten würde das ganze Spiel ja ganz anders aufgebaut sein. In den Wald hier kommt man ja auch nur so... Das Spiel wird sich nicht so früh in so große Richtungen aufzweigen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber allein schon, um herauszufinden, was macht die Antwort auf die Frage, hast du Arcadia Bay geopfert aus, das muss eigentlich nochmal gespielt werden. Ja, und mittlerweile weiß ich auch, dass, oder verstehe ich auch, warum die beiden nicht, will er gerade kacken? Warum die beiden nicht Reynold mit Nachnamen heißen, weil, ja, sie sind auf der Flucht, sie streifen durchs Land und kommen halt einfach da vorbei, bei Chris. Aber, bei Chris vorbei, das ist erst in 2 Monaten. Wir hatten jetzt einen Sprung von 2 Tagen, aber es ist ja recht kurz vor Weihnachten bei Chris gewesen und die drei haben sich getroffen. Als Chris beinahe auf die Nase gesegelt ist, haben sich ja zugewunken. Und die beiden hatten ja auch entsprechend Wintersachen an. Haben die vielleicht eine Familie gefunden, die sie aufgenommen haben? Oder haben sie sich einfach Wintersachen gekauft? Oder sind sie vielleicht in der Zwischenzeit nochmal zurück? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Aber zwischen jetzt und eben Chris treffen liegen gute 2 Monate. We must be so far from our house. Also ohne das Abhauen wären die, oder würden die sich gar nicht treffen? Fragen über Fragen. Auch eine Sache, die mir gerade eben nochmal ins Auge sticht. Daniel, was er anhat. Schwarz, blau, was macht er denn da? Das Hemd in schwarz-blau, das hatte Rachel beim ersten Treffen mit Chloe an. Und generell das Hemd, das Muster, das ist halt Rachels Klamotte. Generell trägt er ganz schön viel Blau und hey, blauer Schmetterling, aber mit dem blauen Schmetterling kann uns eigentlich nichts passieren. Aber gut, das waren jetzt ein paar Fragen, da werden sicher noch ein paar mehr kommen. Jetzt gucken wir uns erstmal hier etwas um, hier gibt es ja einiges. Ein so schmutziges Auto. Karte. Welcome to Nowhere, Washington. Im Nirgendwo von Washington. Super. Pierce County Wald. Ist auch komisch. Wenn du hier Englisch vorliest, dann Wald. Pierce County Wald. Sie sind hier. Trout Spring Pfad, Black, oh oh, Schwarzbärwald, Nisqually, Fluss, Cayuse Hügel,
Diese deutschen Wörter dahinter, das ist ja auch herrlich. Da sind wir. Dann gehen wir einfach mal in den Wald hinein. Sogar rot umrandet, wobei hier ist auch was rot umrandet. Oh, Ausrufezeichen, weiße Ausrufezeichen auf rotem Grund. Da war auch eins. Klingt gut. My feet hurt. Wir tragen dich nicht, denn du musst schon selbst laufen. Let's just hope that doesn't happen while we're here. Warnung, beschädigte Wanderwege. Aufgrund des Wetters wurden einige Pfade von einem Erdrutsch blockiert. Etwas ausgeblichen. Gut, ist ja auch einfach nur ein Stück Papier irgendwo angeheftet in der freien Natur, der Witterung ausgesetzt. Ist ja nicht mal laminiert oder irgendwie so. I'm sure there's no bear around here. Wird bestimmt einer kommen. Bestimmt. Bärenalarm. Ja, Bären können in ihr Auto gelangen, wenn da Schokoriegel drin ist. Dann erst recht, wenn die den wittern. Das könnte vielleicht die Entscheidung gewesen sein oder die Konsequenz, die darauf folgt. Der Bär wird sich da am Auto vergreifen. Bitte schließen Sie alle Fahrzeuge ab, bewahren Sie Essen außer Sichtweite auf. Wir hätten den Schokoriegel nehmen können und hätten das Auto damit geschützt. Das ist die Ausrede überhaupt, warum wir geklaut haben. Oh-oh. I don't know, I guess they missed that car. What if the owners come after us? And they're hunters. You're too little to hunt. We're cool. Das ist interessant, dass man das, was man sieht, mit ihm besprechen kann. Generell ist es mal interessant, dass wir jetzt womöglich die ganze Zeit zu zweit unterwegs sind. Wenn ich da an viele andere Spiele denke. Ich klammer jetzt mal bewusst das Life is Strange-Universum aus, wenn ich zum Beispiel an Tomb Raider denke. Ja, da gibt es zwar immer mal wieder Momente, wo man nicht alleine ist, wo man mit seiner Crew unterwegs ist. Und speziell in Shadow of the Tomb Raider ist man doch einige Meter auch mit Jonah unterwegs. Aber meistens trennen sich dann die Wege irgendwie wieder, weil... Oh, Weg abgeschnitten. Ich bin schon mal reingegangen, hinter uns geht irgendwie eine Felstür zu. Okay, du musst jetzt einen anderen Weg finden, ich gehe hier lang. Wir treffen uns dann da. Weil das Kämpfen oder Entdecken dann mit einem Begleiter einfach schwierig sein könnte. Kann ich dann verstehen, warum man dann getrennt ist? Ich bin mal gespannt, wie es hier ist. There must have been a big ass storm. Ooh, landslide. Doesn't sound good. Should be fine. Und klar, so ein Life is Strange und so ein Tomb Raider sind zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Tragen zwar beide das Wort Abenteuer. Das eine ist ein Adventure und das andere ist ein Action-Adventure, also mit Rumballerei und so weiter und so fort. Aber mit einem Begleiter die ganze Zeit unterwegs sein, das ist dann auf jeden Fall interessant und auch eine Herausforderung. Bin gespannt, wie das so wird. Daniel muss bestimmt beschützt werden, allein schon, weil er so klein und noch so klein ist. Das könnte interessant werden. Now we can see where we are. Cool. There's a river nearby. A river? Are we gonna go swimming? No. Duh. It's way too cold for your skinny butt. Okay. Wollte schon sagen, wir haben fast Halloween. Die Nächte werden kalt, Handtuch haben wir nicht. Und dann irgendwie trocknen, wenn es gerade Nacht wird. Na, viel Spaß auch. So, Daniel, genug ausgeruht. Jetzt tun die Füße nicht mehr so weh. Ich will nicht auf die Straße, ich will bloß gucken. Aber hier kommt wirklich kein Auto vorbei. Eine Wegmarkierung. Hey. I thought we were going to camp. Sean? It's getting dark. Kann schon sein.
That showed me how to read these when I was 8. Daniel, check out this mark on the tree. What is that? Graffiti? Not exactly. It's called a trailblaze, and people used to put them up to give directions. Like GPS? Yeah, sure. Plus analog. Just slightly more ancient. Awesome! Let's follow it. Na, nicht so weit reingehen, ja? Dad was here. Hm. Stop thinking about that. Bin mal gespannt, get over yourself. Ob und wann Daniel das mitbekommen wird, was da wirklich passiert ist. Ich denke mir jetzt gerade wieder, ja, wenn man doch bloß die Zeit zurückdrehen könnte, dann könnte man das ungeschehen machen, aber dann könnte vielleicht wieder ein blöder Sturm aufkommen. How? No reception in this shithole. Mount Rainier Nationalpark. Verlaufen Sie sich nicht. Rufen Sie 555 Find Me an für den Rettungsdienst. Kann man das uns in die eintippen? Vielleicht mit den Buchstaben, die auf den Tasten liegen. Das kann man wiederum nicht besprechen. Oh, ist eine Box zum Sammeln, ne? Like anybody's gonna pay in the middle of nowhere. Geld wächst nicht auf Bäumen. Bitte unterstützen Sie Ihren Park. Selbstbedienungsautomat. $3 pro Fahrzeug pro Tag. Kauf einer Tageskarte. Nehmen Sie einen Umschlag aus der Spenderbox. Platzieren Sie $3 für jeden Tag, den Sie hier parken möchten, im Umschlag. Werfen Sie den Umschlag mit der Gebühr in den Zahlkasten. Genießen Sie den Park. Ah, zum Glück sind wir ohne Auto da. Könnte man da was rausnehmen? Ich könnte es mir vorstellen, weil wir könnten Geld... Ja, Sean, gebrauchen. Look. Gross. Was hast du gefunden? Roadkill. Oh, das habe ich auch gar nicht gesehen. War ich so blind? Moment mal. Ah, oh Mann. Ist ein Waschbär? Oder ein Biber? Nee, Biber nicht. Oh. Screw this. Like I needed to see that. Come on, Daniel. Don't look at it. Armer kleiner Fratz. Komm, guck dir das nicht an. Pizza. Pizza. Then a chili dog. Then a cheeseburger. Then nachos. Then a milkshake. Sonst noch Wünsche. Then you'd be living in the bathroom, dude. Nicht angucken, aber dann selbst angucken. Ja, auch gut, oder? Could take a quick peek. Öffnen stelle ich mir so vor, wir machen das Ding auf und dann ist es kaputt und dann kann sich jeder was nehmen. Nee. Deine Tat wird Konsequenzen haben, auch wenn wir Geld gebrauchen könnten. Das muss nicht sein. Hier geht's bestimmt nicht weiter, weil da ein Schild steht und das uns nicht vorbeilässt. Wetten? Oh, hier gibt's eine Elbe? Sind wir schon so weit? I can't walk anymore, Sean. Er ist gerade selbst. Please don't make me. I won't. Sean hat gerade selbst Kehrtmarsch gemacht. For real? Of course. Come on. Let's go back in camp. Sind bestimmt, na, we'll Kilometer kann man nicht sagen. Hier sind's ja eher Meilen. Minuten werden's auch nicht sein, weil das ist ein Schild für die Autos. Deswegen wird es nicht in Minuten angegeben sein für die Spazierer. Ashford und die Elbe. We're both done for the day. Ja, Schlafplatz suchen. Wird nämlich bald dunkel. Come on, Daniel. The sun is going down. Pretty deep, Picasso. Du und ich, was? Knickknack? Pretty deep, Picasso. Sean, I
feel bad for the raccoon. Yeah, I know. So do I. Plus NN. Pretty deep, Picasso. Verstehe ich jetzt auf Anhieb nicht. Hygienehinweis. Man, we haven't seen one of these for miles. Musst du mal? Dann jetzt. Weil im Wald ist nicht. Der arme Wald. Okay, dude. You have to use the bathroom? No. It smells real bad. No shit. Seriously? You better go now. I don't have to go. Jeez. Can't I just pee on a tree? Ah. Decisions, decisions. Hier ist es sicherer. Okay, mach. Vielleicht ist da drin aber ein Bär. As long as you don't mind the poison ivy on your balls. Überredet. Well, maybe I'll go. But don't let me get stuck in there. Ja, guck. Don't worry. I'll call the forest plumbers if you fall in. Gross? These are worse than the ones at school. Especially after you use it. Hätte ich den zuerst lesen sollen? People don't even read the signs. Achtung, diese Toilette ist keine Jauchegrube. Werfen Sie keinen Müll, Flaschen, Tabak oder Windeln hinein. Bitte respektieren Sie den Park und lassen Sie alles sauber. Vielen Dank. Gonna camp here? Yeah. This is perfect. Nobody can find us. We can build a huge fire. Sean? Look how big these trees are. That's only because they need the sun. Besides, they'll protect us from the rain. What if they don't? What if they attack us? Aren't you Mr. Minecraft? I thought you loved the forest. I watched you build giant cities out of logs. I did. I built the biggest cities ever. Ooh. I can use my axe to chop up some wood. Then we can build a secret base. Well, sounds like you're ready for the woods. Lead the way. Whoa. Was ist denn los? That place is huge. Yeah. Wald halt. It's kind of cool. I don't think Daniel understands what's going on. Das Problem ist hier beim Wald oder generell. I can't tell him the truth now. I just can't. Ich will ja nichts übersehen. Etwas, was man sich einfach angucken kann oder was man sogar mitnehmen und eben gebrauchen kann. Das will ich nicht übersehen. Deswegen gehe ich auch hier so blöd diesen Weg entlang mit. So, und guck, ob hier vielleicht irgendwo was liegen könnte, so zickzackmäßig. Passt mir irgendwie auch nicht, aber ich will nichts übersehen. Ich will jetzt nicht einmal hier an der Seite entlang rennen, dann nochmal zurück, um dann den Weg nochmal eben in die Richtung zu gehen. Das war nur so am Rande, warum ich gerade auch so laufe, wie ich gerade laufe. In so einem Raum ist es ja recht einfach, da sieht man etwas. Wieso können wir das nicht? Da sieht man einfach, wo was liegt. In so einem Raum, warum leuchtest du eigentlich so? Nee, ist Staub, den du aufwirbelst. Aber so in der freien Wildnis? Selbst auf einem Parkplatz hat man Anhaltspunkte, aber so im Wald? Da könnte unter jedem Strauch irgendwas Nützliches sein, was mal weggeworfen wurde. Ich sollte vielleicht auch etwas weiter reingucken, denn wenn ich hier irgendwie wohin gehe, wo vielleicht ein Tier meint, das ist nicht gut, was wir machen, dann kriegen wir einen Angriff ab. Oh, hier kann man sich hinsetzen, oder wie? Nee, kann man nicht. Jetzt muss ich hier hinten aber auch nochmal lang.
Oh, er hat sich verfangen. Fast schon verlaufen. Hier hinten ist doch wieder eine Markierung, oder? Schmetterlinge. Aber kein Blauer dabei. Außer da am Rucksack. Da ist ein dickes Gestein. Gehen wir gleich mal hin. Ist hier was drin im Baumstumpf? Nee. Daniel macht das mal anders. Den lässt er jetzt aus. Okay. Drei Markierungen. Haben wir die zweite schon übersehen? Boah, das sieht schon schön aus. Schöne Lichtstimmung. Ich könnte auch mal etwas Kette geben. Weihnachtsbaum. Wow. There's about a million of them. Ameisen. Käfer. Ui. Erinnert mich gerade an den Strudel beim Diner von Joyce. Mann, habe ich gar nicht beachtet, weil ich gar nicht so sehr auf den Boden gucke. Ich gucke eher so auf Strauchhöhe. Das ist nicht gut. Etwas bewusster durchs Leben stapfen und nicht alles tottreten. Oh, nur was Kleines. I'm so hungry for Choto trips now. Oh Mann, das kann was werden. I hope there'll be plenty at the next door. Oh Gott, Bären. Sind wir schon so weit im Wald, dass es Bären gibt, vor denen gewarnt wurde? Okay, heißt wieder Entscheidung treffen. Dad always knew exactly where to go. He was a living compass. Hmm. Hmm. The river must be a bit further. Let's take a look around. Hmm. Kennt sich schon mit Bären aus. Wir gehen erstmal hier hin. Das sah gerade aus, wie er gelaufen ist. Picknick. Platz. Da sind Pilze am Baum. Man, what are we doing out here? Ich würde nach links gehen, denn da, wo gepicknickt werden kann, könnte es eher sein, dass da irgendwie so ein so ein kleiner Unterstand ist. Irgendwie eine Bank mit Dach drüber. Huh? Da wäre man dann auf jeden Fall geschützt, wenn das Wasser von oben senkrecht runterprasselt. Ich könnte mal ganz weit hier reingehen, bis zur Stelle, wo man sich dann wirklich entscheiden muss, oder wo das Spiel einfach einen zwingt, weiterzugehen. Und dann drehe ich nochmal um und gehe den eigentlichen Weg. Nee, am Ende gehe ich da zu weit rein und wir müssen diesen Weg gehen. Womöglich treffen die beiden sich nochmal. Naja. Hey, Sean! Don't have much. I found berries. Can I taste one, please? This is better than nothing. Ich kann nichts entscheiden. Was ist das denn? Achso, erstmal das drücken. Warte. Hold on. I'm coming. Okay, ich musste erst Leertaste drücken. We don't have much. This is better than nothing. Dann frisst er die und dann Bauchel weh und dann. Ja, okay, erstmal selbst essen. Ich dachte, er überprüft die jetzt mit okay. Angucken. Go ahead. Die sind okay. Also klar, er muss jetzt erstmal Kenntnis haben, aber dann guckt man. Okay, das sind die Hopfgeräusche von ihm. Wie er die vernichtet. Na. Oh, ist das? Und spinne ich damit rum? Also wenn du schon damit spielst, dann musst du es auch können. Ja. So. We must be so far from our house. Also man braucht selbst erstmal das nötige Wissen, aber. Einfach überprüfen, indem man isst. Super. Wenn das mal keine blöde Entscheidung war. Ich muss mich ja auch auf uns verlassen können. Mampf, Mampf. Free healthy food? That's cool.
entscheide mich für Picknickplatz. Da lang. Da geht's dann wohl zum anderen Pfad, oder? Ja, scheint so. Da ist der Weg. Wir gehen zum Picknick-Eck. Vielleicht gibt's da nichts. Das ist eine Sackgasse. Wir müssen wieder zurück. Mal gucken. Schmetterlinge. Oh, ein Eichhörnchen habe ich gehört. Ein Eichhörnchen, ein Krafttier. We don't have much. Sind es die gleichen Bären? Okay, er mampft schon. Zu spät. Ooh, juicy. Bis aus so einem Bärenstrauch mal ein Bär rausspringt und sagt, meine Bären. Uah. Nicht ernst. Spielematz. Ein Kratzer. Der Bär. Dicker, fetter Kratzer. Shit, those are bear claws. Gleich mal Bescheid geben, damit er Angst hat. Okay. Schnitzerei, die gleiche oder eine angelehnte? I'll leave that to the zombies. Keine Tiere essen, Menschen essen. This is stupid. Game on, asshole. Wie rum ist das andere geschrieben? Chris 2012 wird ja wohl nicht der Chris sein. Emily. Charles, Emily, Chris. Gänsehaut. Die drei waren hier. Das ist cool. Das ist cool. Ich mag solche Anspielungen, wenn man die Spiele zuvor gespielt hat. Wenn man sowas einfach entdeckt. Das ist einfach cool. Toll. Und das sind wieder Kleinigkeiten, wo ich mir sage... Toll, die machen es wieder aus. I'll leave that to the zombies. Die haben sich hier in der Bank verewigt. Die arme Bank. Sowas haben die gemacht. Schmetterlinge. Noch mehr Bären. These ones look edible. I guess. Hey. Schätze ich? Na toll. What kind of tree is that? Baumi Baum. Oh Mann, jetzt haben wir uns den Wanst voll und dann sind das Bären, die man gar nicht essen sollte. Ich habe auch Sean vertraut. Oh Mann, jetzt sagt du sowas wie, schätze ich. Nochmal zeigen? Dude, I found some berries. Come get some. Cool. I'm so hungry. Bin gespannt, das wird bestimmt blöd enden. Das wird bestimmt eine Konsequenz haben. Ich hätte die vielleicht doch nicht einfach essen sollen. Wobei, lecker sollen sie sein, aber oh Gott, ich habe da kein gutes Gefühl. Jetzt zu spät, sind sie schon drin. Hi, Eichhörnchen, hallo. Hinsetzen? Jawohl, geil. Ach komm, jetzt ist eh zu spät. Fucking cellphone. Das sind rote. I could only Google those. Hey, Sean, look. Okay, ich lasse jetzt sein. So, die Blaubeeren, ja, die roten... Die waren bisher alle blau, ne? Jetzt sind hier keine mehr dran, oder? Okay, wir essen jetzt nicht einfach irgendwas. Das ist genug. Just like the trails Dad used to take me on. Feels so good to sit and not walk. Picnic and hiking site. Well, I bet nobody comes out here to picnic anymore. Well, that's good for us. No camping. Wer gackert denn da? Uh-oh. Don't worry. Nobody's gonna find us out here. Do not feed or disturb the animals? What? What kind of animals? Like bears? Or coyotes? Or... Pfff.
Kleine Entscheidung, große Wirkung. Etwas Spaß reinbringen. Ich muss mal alles, was Clown und Zähne hat, sagen. Bears, nein, coyotes, nicht gut. Entscheidung, wolves, Konsequenzen. Nein. Anything with claws and fangs, really. Scheiße. We shouldn't be out here. I'm kidding, Daniel. There's nothing in this forest. Don't freak yourself out. Was ist denn das rechts neben dem Bär? Sieht aus wie ein Pokémon. Ist eine Libelle? Das kann ich nicht deuten. Also rechts ist irgendeine Pflanze, das grüne Ding da, das ist kein Pisaflor. Have you done a summer camp around here? Oh, God, no. No, not here. Don't remind me. That was a summer in hell. Maybe that's why Dad never sent me. Because I told him he better not. Just bugs and bullies. Also das Gleiche. What happens if someone actually catches us? Willkommen in unserem Park. Keine Drogen, kein Müll, kein Jagen, kein Feuerwerk, oh, keine Schusswaffen, kein Graffiti, kein übertriebener Lärm, kein verfluchter Spaß und keine Emojis. Bitte rufen Sie 911 an, um verdächtige Aktivitäten zu melden. Genießen Sie Ihren Besuch im Park. Keine Drogen. Ist David hier? Dieser beschissene David. Now we know what not to do, right? I guess. I don't like it here. Let's just hope that doesn't happen while we're here. Tja. Der Picknickplatz ist bloß eine Sackgasse, eine kleine Bucht. Hinsetzen muss ich mich noch, oder müssen wir uns noch? Schnitzerei, oh krass. Wollte gerade sagen, habe ich da gerade Katzenfutter gelesen? Nee, da steht Kratzen, irgendwas. Nein, doch, Katzenfutter. Die da wäre? Was soll das denn für eine Nachricht sein? Kann er kein Schwein lesen? Ist das zweite irgendwie eine Axt? Das da mit dem Stier und dann mit dem Beil vorne dran? Keine Ahnung. Hey, keine Bären essen, lieber Katzenfutter essen. We're not that desperate. Yeah. People write some stupid shit sometimes. Sean, can you send Noah a text or something? So he knows why I'm not online? Please? Hallo? Come on, Daniel. Strom bleibt alle im Akku. Außerdem. Don't worry about Noah. Oh, 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 oh. Das Auge der Vorsehung ist auch hier. Und ich glaube, Leila war auch hier. Weil sie da was drauf gemacht. People write some stupid shit sometimes. Das Auge der Vorsehung, cool. Was ist das denn für ein Kack? John. Was ist das denn in der Mitte? Ein Waschbär hat meinen Scheiß gestohlen. Hallo. Oh, eine leere Tüte. Toll, kein Müll hinterlassen. Du sitzt da, dann setzen wir uns hier hin. In die Landschaft gucken und Musik hören. Damn. I'm so tired. Feels like we're walking nowhere. How am I supposed to take care of us out here? I don't even know what happened back there. To that cop. Or Danny. How can that be? Whoa. Look at that. Yeah. Ja, sieht schön aus. So cool. Never seen you get so jacked up over a nice view before. So?
I've never seen anything like this. Never, ever. Yeah. I guess you haven't. I remember when Dad... I wish Dad was here with us. Well, thanks. Not cooling off anymore? Yes, you're super cool. But I just wish the family was together, at home. It'll be cool to watch a movie and get a pizza and eat ice cream. Dude, stop. I told you we have to keep going. We'll see Dad later. Right now, it's just you and me, okay? Yeah. It's our park. We can do whatever we want. That's right. So, we better go build a secret base so we can hide out for the night. Are you ready? Yes. I can build anything. We just have to find some cool blocks around here. And be careful of creepers. Klingt ja nach einem Abenteuer, wenn der Hintergrund nicht so blöd wäre, dass wir auf der Flucht sind. Dass der Esteban nicht mehr ist. Dass die uns an Wicke wollen, dass wir das eigentlich erklären müssen, oder... Die Umstände sind halt bescheuert. Klar, so eine Packung Chips auf dem Sofa. Oder einfach ein Videospiel spielen können. Das wäre cool. Gespannt, wie das enden wird. Ob wir wieder zurückkommen können, aufklären können. Aber daran ist jetzt noch gar nicht zu denken. Zwei Entscheidungen, die ich jetzt schon etwas bereue. Dass wir einfach bis zum gewissen Punkt alle Bären gefuttert haben, die wir gefunden haben, auch wenn sie lecker erschien. Und das mit dem, obwohl wir am Ende gesagt haben, war ein Witz. Das mit den Klauen und den Zähnen. Wie kann ich da noch gerade biegen, indem ich sowas nicht mehr einschlage? Okay, let's go. Das könnte man mal mit der Leertaste beenden. Deswegen drücke ich die immer noch. Nicht runterfallen! Boah! Wie nah da... Hallo, down there! Wie war das mit Lärm an der Tafel? Bist verrückt? Kannst du bitte da weggehen? Komm, hier rüber. Oh, Katzenfutter. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Taschentuch. Selbst hab Minecraft mal hin und wieder gespielt. Man, I can eat an orc. Or a dragon. Und irgendwie ist es ja auch wie... I'm gonna chow down later. Promise. Wie Lego mit Klemmbausteinen, aber eben eine Welt, wo die Bausteine nie ausgehen. Und wo man sich seine eigenen Geschichten spinnen kann, aber so richtig lange fasziniert hat mich das bisher noch nicht. Ich habe mir immer eine Butz gebaut und wenn ich die fertig hatte, dann... Tja. War es eigentlich Schluss. War es eigentlich Schluss? Dann war eigentlich Schluss. Butz, Unterkunft bauen. An einem richtig coolen Ort. Ja, und dann noch mehr Ressourcen sammeln. Nee, wird nicht alles gemampft. Ich glaube, wenn man sich entscheiden muss, den oder den Weg, dann wird das Spiel einem noch direkt vor Augen führen. Hier, jetzt musst du dich entscheiden. Da lang oder da lang. Deine Tat wird Konsequenzen haben. Ich gehe gerade so mittig durch die Prärie. Das ist eigentlich nicht gut. Oder? Vergisst man eher viel. Oh. Das geht bestimmt schief. Oh yeah? I'll give you 10 seconds to find a hiding spot, and then you're toast. Turn around so I can hide. And don't look. One,
two. Come on! You're cheating! Den finden wir doch nie, wenn's blöd kommt. Dem passiert doch jetzt irgendwas. One, two. Wir könnten gucken, ich mach's nicht. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. I'm coming. Hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Und das ist, glaube ich, hier draußen nicht verkehrt. Where are you? Hätten wir Daniel beschuldigt, dann wäre das bestimmt schon ganz schön einschlagend gewesen für den weiteren Verlauf. Tja, wo ist Daniel? Ich würde sagen, das finden wir heraus. Aber dann erst in der nächsten Folge. Where could Daniel be? Hinten ist wieder eine Wegmarkierung. Und ich gucke mich hier nochmal auf diesem Platz um. Ob hier noch irgendwas anzugucken zu finden ist. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.